Das ist schon ein tolles Duell heute. Man merkt das auch an der Atmosphäre im Stadion. Die Vorfreude ist enorm. Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Ich begrüße Sie sehr herzlich an der Elm Road, wo es im Augenblick leider regnet. Ich bin auch heute wieder Wolfuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Leeds United gegen Manchester United. Oh, da ist er. De Gea, super Parade. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Ecke kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Moussa Diaby. Da oben, der vorne den Ball. Die Defensive ist der große Trumpf von Manchester United. Kein Team hat weniger Tore kassiert. Und entsprechend selbstbewusst gehen sie hier auch in diese Partie. Das sind natürlich beste Voraussetzungen. Und damit sind sie am Ball. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ball kommt. Der erste Torschütze am heutigen Tage ist also Cristiano Ronaldo. Auch das wieder eine klasse Szene. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann macht Cristiano Ronaldo den Treffer. Klar, wenn er aus dieser Distanz seine Chance bekommt, dann nutzt er sie. Es läuft gut für Man United. Sie liegen vorn. Rodrigo am Ball. Daniel James. Rodrigo. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Sieht gefährlich aus. Flanke kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Da ist die Hereingabe. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Glanzparade von De Gea. Ich liebe es, ich liebe es. Glanzparade. Jetzt der Eckball. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Jetzt hat er den Ball. Da können sie kontern. Es geht ganz alleine. Die Chance. Gehalten. Szene geht weiter. Was für eine Technik. Mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ball kommt in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Der Volley. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. United verliert den Ball. Da kommt der Pass. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Jetzt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis.
Kann er was draus machen? De Gea, da war er wieder. Super Parade aus dieser kurzen Entfernung. Ecke kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Drei Treffer haben wir durch Gang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Manchester United wird alles versuchen, diese Führung in der zweiten Hälfte zu verteidigen, wenn nicht sogar noch auszubauen. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jack Harrison. Moussa Diaby. Schöner Spielaufbau jetzt. Klasse Zuspiel. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. 3:1 heißt es also jetzt. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Klare Entscheidung im Freistoß für United. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Rafinha. Lange Flanke jetzt. Noch ist die Chance da. Schön befreit. Das war eine vielversprechende Aktion. Da oben, der fordert den Ball. Vielleicht Riesenchance. Er hält diesen Ball. Sensationell. Jetzt kommt die Auswechslung. Der verwarnte Spieler muss runter. Ja, sicher besser so. Da geht der Trainer kein Risiko. Ecke kommt. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann kommt dieser super Kopfball von Cristiano Ronaldo. Das Ganze ist natürlich unnachahmlich. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Und jetzt gibt es Einwurf. Schönes Anspiel. Jack Harrison. Platz für die Flanke. Muss Einwurf geben. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballannahme. Das macht er gut. Da macht sie zu. Wichtige Aktion. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Die Mitspieler bieten sich an. Kann er was draus machen? Jetzt gibt's Abstoß. Sie wechseln aus. Trent Alexander-Arnold. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Rafinha. Sie gehen dazwischen.
und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt Ronaldo am Ball. Ein Pass mit viel Auge. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Darwin ist das. Rafinha. Da ist die Chance. Trifft er, ja, drin, Tor. Wir schauen uns das Tor noch mal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu und das rächt sich. Schlusspfiff in dieser Partie. Manchester United hat gewonnen. Das war eine klasse Leistung heute. Kylian Mbappé ist heute sicher einer der wichtigsten Spieler. Er ist im Moment fast unaufhaltsam, bester Scorer der ganzen Liga und das will er uns natürlich auch heute wieder zeigen. Gleich geht's los. Hallo und willkommen. Wir melden uns heute aus dem legendären Old Trafford hier in Manchester. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen und bei uns geht's heute. Chance für Erling Haaland! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Aber spitze gemacht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Kylian Mbappé-Lotin. Und da ist das Tor für Man United. Das ging schnell. Wieder ein Tor. So kann es gehen. Zweimal nicht konsequent genug und schon kassierst du den Doppelschlag.
Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, geht gut dazwischen. Alexander-Arnold. Jadon Sancho. Geht nach innen. Er hält diesen Ball. Sensationell. Jetzt die Ecke. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Im MX Stadium hat es ein Tor gegeben. Wir geben kurz ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Brighton and Hove Albion. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 14 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Flanke Jadon Sancho. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Da haben sie jetzt den Ball. Kuzka. Cleverly. Ball immer aus und das gibt Ecke. Ecke kommt. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Bei der Ballbesitzstatistik liegen die Vorteile bisher klar auf Seiten von Manchester United. Und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Cleverly. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Kommt jetzt die Flanke. Gut gemacht. Vorbei am Abwehrspieler. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Die Ecke kommt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Juraj Kuzka. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Die Gelegenheit. Abgewehrt vom Torwart. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Das war sie, die Riesenchance. Aber wir sehen's, kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Da oben, der fordert den Ball. Sancho. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Milan Skriniar. Es hat ein Tor gegeben im MX. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt es 10 Applaus. Jadon Sancho. Guter Einsatz, er hat den Ball. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ja, sie versuchen es weiter. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Moussa Sissoko. Sie sind fast wieder da. Es fehlt nur noch ein Tor. Das könnte ein ganz wichtiger Treffer gewesen sein. Erst können sie sich noch befreien. Wir sehen es hier in der Wiederholung, aber eben nicht energisch genug. Und dann gibt es die nächste Chance und dann macht er das Tor. Strafe für... So, zweite Hälfte beginnt und bisher lief es hier aus Sicht von United richtig gut.
Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Das könnte was werden. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Dreierpack auf dem Konto, die Führung im Moment, mehr kannst du dir kaum wünschen. Es läuft. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Kuzka. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Souverän gemacht vom Torwart. Im MX Stadium hat es ein Tor gegeben. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Aston Villa. Danny Ings hat das Tor gemacht. Übrigens schon sein zweiter Treffer. Fällt das Tor doch noch? Cleverly. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Kuzka. Rose. Jetzt ist es gefährlich. Damit lässt er sich natürlich nicht überwinden. Hat ihn. Rashford. Nicht mehr lange, dann präsentieren wir das Achtelfinale im FA Cup für Manchester United. Dann geht es zu Hause gegen Liverpool. Das könnte... Oh, warte, was für eine Chance. Gute Parade. Und jetzt ist der Ball geklärt. Klasse, wie er den hält, wie er das Tor verhindert. Stark gemacht. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Mbappé. Manchester United mit geduldigen Pässen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Federico Valverde. Und er gewinnt den Zweikampf. Davis. De Jong. Rashford. De Jong. Da ist die Chance. Gehalten. Ganz starke Aktion. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Rashford. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen. Buschi, denn das war Man United mit dem Tor. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann kommt dieser super Kopfball von Cristiano Ronaldo. Das Ganze ist natürlich unnachahmlich. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Mbappé. Davis. Ball ist bei Rashford. Kuzka. Cleverly. Emmanuel Dennis. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Rashford. Da passt er auf.
Schlusspfiff in dieser Partie. Manchester United hat gewonnen. Klarer Sieg, schöner Sieg. Manchester United gegen Liverpool. Leidenschaftliche Fans, leidenschaftliche Teams. Eines der größten Duelle, das der englische Fußball zu bieten hat. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in diesem tollen Stadion im Old Trafford in Manchester. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und wir übertragen Ihnen heute das Achtelfinale im Emirates FA Cup. Manchester United gegen Liverpool. Achtelfinale also in diesem Wettbewerb, Wolf. Und jetzt wird es langsam ernst. Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Beide mit guten Chancen. Und das spricht natürlich für eine interessante Begegnung. Anderson. Lucas Vázquez. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Erling Haaland. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Sie verlieren den Ball. Naby Keita. Von ihm erwarten wir heute einiges. Drei Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Ja, da möchte er natürlich heute dann mitnehmen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Robertson. Fabinho jetzt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da oben, der fordert den Ball. Diogo Jota. Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1:0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Da wurde aus dem Vorteil keiner und dann gibt es doch noch Freistoß. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte, was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Enges Ding, ein guter Freistoß. Und das aus der Distanz, nicht schlecht. Van Dijk. Diaz. Fabinho. Jetzt suchen sie die Lücke. Erstmal abgeblockt. Jordan Henderson. Und jetzt die Chance. De Gea, da war er wieder. Super Parade aus dieser kurzen Entfernung. Salah führt die Ecke aus. Situation geht. Riesenchance. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat.
Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da, der Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Rashford, Ballverlust. Naby Keita. Liverpool ist bei der Ballbesitzquote aktuell hier. Ah, oh, da könnte ich es machen. Pfosten, aber es geht weiter. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Diaz. Sie lassen den Platz für die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt die Flanke. Er kann klären. Jordan Henderson. Tolles Tackling von ihm. Da geht er das Risiko, versucht den Steilpass, aber er kommt nicht ganz an. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Er lässt sich da nicht aufhalten. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Da ist die Flanke. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Zweite Spielhälfte. Mit diesem Rückstand von Manchester United gehen wir wieder hinein in diese Begegnung. Haaland. Er geht energisch dazwischen. Anderson. Naby Keita. Geduldiger Aufbau. Naby Keita. Jetzt der Schuss! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Manchester United greift an. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Mbappé. Können Sie verkürzen? Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben Sie den Ausgleich. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Mané. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Ballverlust Mané. Mohamed Salah. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Da ist Platz für den Konter. Mbappé. Manchester United mit geduldigen Pässen. Da schießt er. Riesenchance für Manchester United, aber nicht drin. Nee, nicht drin, nicht der Ausgleich. Und da ärgern sie sich. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Anderson. In der Premier League geht es dann weiter für Manchester United. Dann geht es auswärts gegen Manchester City. Und da freuen wir uns drauf, immer wieder schön in der Premier League dabei sein zu dürfen. Mit Auge. Steilpass, ja, das ist Mbappé. Aktion geht weiter. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel.
Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Alles wieder offen hier. 2-2. Anderson. Schauen wir mal drauf, gegen wen Liverpool als nächstes spielt, Buschi. Ah, es geht gegen West Ham United im nächsten Spiel in der Premier League. Und das sind zwei ausgeglichene Teams, wird ein hochinteressantes Spiel. Super gelöst, den Ball hat er. Jetzt die Gelegenheit. Jones. Was für eine starke Aktion von De Gea. Aus dieser Distanz verhindert er da den Treffer. Jetzt wird hier gewechselt. Jetzt der Eckball. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Ecke wird kurz ausgeführt. Jetzt die Hereingabe. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Chance zur Führung. Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Eine kurze Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Das könnte die letzte Gelegenheit sein, wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie. Manchester United macht das Tor, das späte Tor in diesem heutigen Derby. Es könnte schon sowas wie eine kleine Vorentscheidung sein. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Jones. Anderson. Liverpool macht Druck. Kurz vor Ende. Der Ausgleich soll her. Fabinho. Exzellentes Dribbling. Klasse Szene. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt. Und die Chance ist vorbei. Da ist Platz für den Konter. Klasse Aktion, Ball ist weg. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Erstmal dazwischen gegangen hier. Könnte der Ausgleich werden. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. So, Schlusspfiff. Damit ist Manchester United nun also weiter. Für uns als Zuschauer war es ein interessantes Spiel.